Hallo meine lieben Sportfreunde, was geht ab? CK hier von Workout Share, eurem optimalen Wegbegleiter während der Corona-Zeit. Naja, und danach hoffentlich auch noch. So meine lieben Freunde, die Massephase ist vorbei. Jetzt geht's ans Definieren. Und genau aus diesem Grund habe ich heute ein High-Intensity-Cardio-Workout für euch vorbereitet. High-Intensity deshalb, weil wir hier im Gegensatz zu herkömmlichen Steady-State-Cardio-Methoden wie dem Dauerlauf oder dem Radfahren um einiges effektiver Kalorien verbrennen. Und nicht nur der Kalorienverbrauch während des Workouts ist um einiges höher, sondern auch der sogenannte Afterburn-Effekt. Also nicht jener Effekt, den wir am Klo bemerken, wenn wir am Tag davor was Scharfes gegessen haben. Ja, das kann auch ganz schön brennen, aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte vielmehr jenen Effekt, der uns auch Stunden nach dem Training effektiv Kalorien verbrennen lässt. So Freunde, bevor wir gleich mit dem Workout starten, möchte ich euch das System bzw. die Übungen des heutigen Trainings noch ein bisschen näher bringen. Falls ihr das ganze Workout schon mal durchgezogen habt, überspringt diesen Teil einfach und startet direkt mit dem Workout. Ja, aber für alle anderen möchte ich euch die Übungen jetzt noch kurz erklären, beziehungsweise das System eben. Und zwar haben wir heute 4 Übungen, wobei wir diese 4 Übungen in einem ganz speziellen System machen werden. Und zwar, der ein oder andere kennt es vielleicht schon aus meinem Push-Up-Workout, dass ich backe meinen Koffer-System. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass wir zuerst die erste Übung machen, dann machen wir die erste und die zweite, erste, zweite, dritte und so weiter, bis wir bei der 4. Übung angelangt sind. Danach haben wir eine kurze Pause und machen das Ganze von hinten nach vorne wieder durch, sodass wir insgesamt jede Übung gleich oft gemacht haben. Ja, das war's mit der Erklärung. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch die 4 Übungen durch und dann starten wir schon ab ins Workout. Ja, und zwar Übung Nummer 1, die Lunges, also Ausfallschrittsprünge. Und zwar schauen wir hier, dass wir den Oberkörper schön aufrecht halten, mit den Knien fast bis zum Boden gehen und uns gut wegdrücken. Jetzt habe ich aber 2 Alternativen. Eine Alternative, falls euch die Lunges zu schwer werden sollten, und eine, falls euch das Ganze zu leicht werden sollte. Beginnen wir gleich mal mit der Variante, die leichter ist als die normalen Lunges. Und zwar gehen wir hierfür in den normalen Stand und steigen jetzt immer mit einem Bein zurück. Die Alternative, die etwas schwerer ist als die normalen Lunges, sind die 90 Grad Lunges. Und zwar bewegen wir uns bei jedem Sprung 90 Grad weiter. Ich zeige es einfach mal vor. So schaut das Ganze so aus. Jawohl. Ab der Hälfte machen wir dann einfach den Richtungswechsel. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Übung. Und zwar zu dem Mountain Climb Pass. Dafür gehen wir in die Liegestützausgangsposition auf den Boden. Gehen jetzt mit den Knien Richtung Brust. Jawohl. Achtung, Arsch unten lassen und dann einfach nur rennen. Übung Nummer 3 sind die sogenannten Side-to-Side-Squat-Jumps. Und zwar gehen wir hierfür in etwa schulterbreite Stellung, machen eine Kniebeuge, Sprung auf die eine Seite, Kniebeuge, Sprung auf die andere Seite. Jawohl. Falls euch das Ganze zu schwer werden sollte, auch überhaupt kein Problem. Dann machen wir einfach normale Squats. Das Ganze schaut dann so aus. Wir gehen gut nach unten, nach oben, schauen, dass der Rücken schön gerade bleibt, das Gewicht auf den Fersen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur 4. und letzten Übung. Und zwar gehen wir dafür wieder auf den Boden, in die Liegestützausgangsposition. Und zwar nennt sich das Ganze Plank In and Out. Wir stehen nach vorne, nach hinten, auseinander, zusammen. Vorne, hinten, auseinander, zusammen. Jawohl. Also das waren die 4 Übungen. Ihr merkt, ich bin beim Vorzeigen schon aus der Busse gekommen. Also macht euch auf was gefasst. Und ja, was noch wichtig wäre zu erwähnen ist, Freunde, wärmt euch auf. Falls ihr noch kein passendes Warm-up habt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung ein Warm-up von mir. Also einfach mal abchecken und dann sehen wir uns beim Workout. So, dann starten wir gleich mit der ersten Übung und zwar mit den Lunges. Ausfallschrittsprünge. Oberkörper schön stabil, vibrieren fast den Boden. Halfway there. Wie bereits erwähnt, falls euch das Ganze zu schwer werden wird, einfach in die Schritte 3, übergehen. 2, falls euch das Ganze 1, zu leicht ist, rest. Dann machen wir die 90 Grad Lunges. So, ausschütteln. Gleich nochmal die erste Übung. Lunges. 2, 1, go. Und go. Ich mache jetzt gleich die 90 Grad Lunges. So, dann im Richtungswechsel werde ich 90 Grad Lunges machen. 3, 2, 1, rest. Jawohl, kurz ausschütteln
Dann kommen wir gleich zur zweiten Übung, zu den Mountain Climbers. Und go! Halfway there. Der Arsch bleibt schön unten. 3, 2, 1, rest. Jawohl. So, dann kommen wir gleich wieder zur ersten Übung, nämlich zu den Lunges. Und go. Wir haben wieder die drei Alternativen. Halfway there. Und der Richtungswechsel. Three, two, one, rest. Jawohl. Kurzes Ausschütteln. Dann geht's gleich wieder weiter mit dem Mountain Climbers. Und go! Halfway there. Auch hier könnt ihr die Intensität sehr gut selbst regulieren. Indem ihr die Frequenz erhöht, wird das Ganze anstrengender. Two, one, rest. Jawohl. Dann geht's gleich weiter mit den Side-to-Side Squat Jumps. Let's go! Halfway there. Three, two, one, rest. Jawohl. So, jetzt machen wir jede Übung noch einmal durch. Dann haben wir eine kurze Pause. Wir starten mit den Lunges. Halfway there. Und der Richtungswechsel. Three, two, one. Jawohl. Kurz durchschnaufen. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem Mountain Climbers. Jawohl. Nach dem Mountain Climbers kommen die Side to Side Squat Jumps. 3, 2, 1. Und go. Das ist jetzt eine brutale Übung. Halfway there. Die kann durchaus auch einen CK in die Knie zwingen. Aber kurz verschnaufen. Vorletzte Übung vor der Pause. Letzte Übung vor der Pause. Plank in and out. Jawohl, Freunde. Ihr könnt jetzt ruhig eine Pause machen. Meine Kamera zeichnet leider nur 10 Minuten auf. Deshalb muss ich gleich weiterarbeiten. Aber sonst stoppt einfach ab. Macht weiter, wenn es wieder geht. Jetzt machen wir das Ganze. Entschuldigung, das Ganze von hinten nach vorne. Einen kleinen Fehler. Natürlich geht das Ganze jetzt von hinten nach vorne los mit dem Plank in and out. Und das Ganze gleich nochmal. Ja,
Jawohl. So, wir kommen zu den Side-to-Side-Squat-Jumps. 3, 2, 1, und let's go. Jawohl. Kurz ausschütteln. Dann geht's gleich wieder los. Mit der vorherigen letzten Übung und jetzt die erste Übung. Gerade im Plank in and out. Jawohl. Dann geht's auch gleich weiter mit den Side Squat Jumps. Let's go! Richtig anstrengend jetzt. Geht weiter mit dem Mountain Climbers. Let's go. Jawohl, Freunde. Jetzt jede Übung noch einmal, dann sind wir fertig für heute. 3, 2, 1, go. Let's go. Bank in and out. Jawohl, das letzte Mal die Side Squat Jumps. Jetzt müssen wir durchbeißen. Let's go! Jawohl! Die letzten zwei Übungen. Einmal noch die Mountain Climbers. Dann zum Abschluss nochmal die Lunges. Let's go! Aber jetzt gehen wir mit der Frequenz nochmal hinauf. Jawohl! Jetzt kommen wir zur letzten Übung. Die finale Übung. Noch einmal durchbeißen. 3, 2, 1, go. Let's go. Wir haben hier wieder die drei Alternativen. Ganz egal, welche der drei Lunges-Variationen ihr macht. Einfach nur durchziehen. 3, 2, 1, rest. Jawohl. So Freunde, nach dem Workout ist ja bekanntlich vor dem Workout. Und genau aus diesem Grund werden wir das nächste Mal eine Runde chillen. Was? Wirklich? Nein, natürlich nicht. Bei CK wird nicht gechillt. Ja, und was gibt's dann nächste Woche? Ja, da bin ich mir leider selbst noch nicht ganz sicher. Aber Freunde, vielleicht schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, was ihr nächste Woche sehen wollt. Ja, und habt ihr sonst noch Anliegen oder gar Fragen? Freunde, nur nicht verzagen, sondern lieber CK um seinen Rat fragen. Und Abo, Daumen nicht vergessen. Ja, danke. Somit spare ich mir wieder das Ganze mit Abo hier, Daumen da und will euch wie immer nur noch eins mit auf den Weg geben. Sportsfreunde, nichts ist unerreichbar. Wenn ihr lange Arme habt, ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer CK.